Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, heute stelle ich euch im Kurztest das Realme X2 vor. Von Realme ist ein neues Midrange-Smartphone. Ich hatte euch das X1, was auch seinerzeits einfach nur Realme X hieß, Realme X, hatte ich euch bereits vorgestellt. Und das war ja schon ziemlich toll. Ich denke mal, das X2 wird dann ebenfalls ziemlich toll sein. Ich hatte ja schon mal über das X2 Pro gesprochen, das war dann so ein Premium-Telefon, so eine Apfelpresse. Dürfte das hier aber eigentlich auch schon sein. Hier die ganze Batterie wieder von Kameras auf der Rückseite verbaut. Fingerabdruckscanner unter dem Display sehen wir auch schon. Und das ist aber eigentlich erstmal genug. Ein Spoilerei. Wir schauen uns jetzt erstmal gemeinsam das Intro an. Das wird ganz fantastisch. Und danach verschaffen wir uns einen ersten Eindruck über das Realme X2. Später wird es noch ein ausführliches Review folgen. Viel Spaß. Schön. Erstmal der Grund für die zukünftige Alkoholabhängigkeit der CEOs von Apple, Samsung und Co. Anschaffungspreis, also ich jetzt fast vergessen. Das ist ein Leihgerät. Das ist ein Leihgerät von tradingchenchen.com. Noch nicht verfügbar. Ich verlinke euch erstmal das X unten in der Videobeschreibung, damit ihr schon mal das gesehen habt. Aber das wird dann vermutlich auch demnächst gelistet. Das ist allerdings, so viel ich weiß, noch die International Version. Ich habe aber jetzt erstmal einen Preis von $233 recherchiert. Das ist preislich sehr attraktiv, vor allem für die verbaute Hardware. Jetzt passt mal auf, haltet euch fest, das Display ist Super AMOLED, 6,4 Zoll, 84,3 Screen-to-Body-Ratio, zumindest sagt das GSM Arena, Auflösung 2340x1080. Das ist ein Displayverhältnis von 19,5:9, ziemlich schmal, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 5. Als SoC kommt der Schnappdrache 730 zum Einsatz. Hier steht Schnappdrache 730G mit einem Octa-Core-Prozessor und maximal 2,2 GHz sowie der Adreno 618 Grafikeinheit. Speicherausbau 6 oder 8 GB, Festspeicher 64 oder 128 oder 256 GB. Und der ist auch noch per MicroSD-Karte erweiterbar für diejenigen, die das nicht reicht. Wir haben ja USB-C. Meine Güte, USB-C ist mit an Bord. Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Dualband, 2,4 und 5 GHz AC. Die Hauptkamera wäre vielleicht noch erwähnenswert, eine Quad-Kamera mit 64 Megapixel, 1,8er Blende, das ist dann Wide, also Weitwinkel, dann 8 Megapixel, 2,3er Blende, das ist dann Ultra-Wide, also Ultra-Weitwinkel, 2 Megapixel, 2,4er Blende, Dedicated Makro-Kamera, für Nahaufnahmen und noch eine 2 Megapixel mit 2,4er Blende Tiefensensor. Alles dabei, was man so braucht und nicht braucht. Die Frontkamera ist dann eine normale, eine einzelne. Mit 230 Megapixel, meine Güte, mit 2,0er Blende. Also hier kameratechnisch wird schon mal ganz schön geprotzt. Und die LTE-Bänder, wie gesagt, sagt man International hier, Band 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41. Wisst ihr Bescheid? Ach ja, Akku wäre vielleicht noch interessant. 4000 mAh, das ist aber solide. Und wird hier auch mit VOOC Flash Charge 4.0 geladen, mit maximal 30 Watt. Wow, das ist echt schon vernünftig. 67% in 30 Minuten steht hier noch so als kleiner Hinweis. Oh, und NFC ist an Bord und ein Radio. Also das Radio, das war eigentlich jetzt zum Schluss, das war das, was mich technisch auf jeden Fall überzeugt. Super AMOLED können sie alle, aber Radio. Ja, selbst NFC ist überall. Aber Radio, Pearl Blue habe ich hier als Farbe, Realme X2. Die 128 GB Festspeicher, 8 GB RAM ist hier meine Version. Und tada. Realme. Also es ist offensichtlich hier die International Version, wie ihr seht, ist ja alles auf Chinesisch geschrieben und das können wir ja nicht lesen und deshalb lässt sich wohl vermuten, dass das Ganze ja nicht für den europäischen Markt gedacht ist. Hier noch, eine Schutzhülle dabei. Ja und natürlich dann eine Gebrauchsanweisung, ist aber alles auf Chinesisch, interessiert uns also hier in dem Moment weniger. Das Gerät legen wir kurz beiseite und befassen uns erstmal mit dem Trenner, damit man damit auch eine Eheschließung wieder aufheben kann. Ein USB-C-Kabel, was offensichtlich hier schon mal wieder reingefummelt wurde. Und drunter Zahnspangenschlüssel. Hoppala. Und hier unser VOOC. Stimmt, ja. Können wir jetzt gleich mal sehen. 5 Volt 2 Ampere, 5 Volt 4 Ampere sind 20 Watt. Also das Ladegerät hier zumindest macht die 30 nicht. Das habe ich, wie gesagt, von GSM Arena. Also das Ladegerät hier macht 20 Watt. Ja, das Gerät. Und wie Sie sehen, dass es ganz offensichtlich sich hier um Pearl Blue handelt. Ich meine, Pearl Blue, das ist eine vordefinierte Farbe. Das haben wir alle bereits in der 8. Klasse gelernt. Ich bin es gespannt. Wiegt sich in der Hand eigentlich ganz vernünftig. Aber wir vertrauen natürlich hier unserer Waage. Und die sagt,
185 Gramm, das geht voll klar. Dann hier noch die Gerätestärke gemessen, 8,5 mm, auch in Ordnung. Hier mit diesem massiven Kameramodul kommen wir auf über 1 cm, ist auch schon mal Bescheid. Ganz schön prächtig, würde ich sagen. Ja, da rechts steht noch AI-Kamera, heute ist ja alles AI, selbst mein Döner ist AI, also der sagt mir, wann er gegessen werden will. Hier noch ein sehr dezenter LED-Flash. Ja, und ihr habt schon gesehen, hier auf der Rückseite gibt es ein bisschen so eine Spielung. Da ändert sich das alles mustermäßig so ein bisschen, macht einen schon ziemlich kaputt. Ist aber ziemlich nice. Finde ich ehrlich gesagt besser als normale einfarbige Rückseiten. Es geht vielleicht sogar leicht ins Lila, aber egal. Das heißt Pearl Blue, also belassen wir es dabei. Auf der rechten Seite Power-On-Taster, linke Seite. Zwei getrennte Lautstärke-Wippen für leiser und lauter. Und drüber ein SIM-Schlitten. Untere Seite USB-C-Mikrofon, 3,5 mm Klinke in Verbindung mit USB-C. Vorbildlich. Und natürlich ein Lautsprecher. Und noch ein zweites Mikrofon auf der oberen Seite. Und eine Notch. Tropfen-Notch mit darüber liegender Hörmuschel. Und in der Tropfen-Notch befindet sich dann die Frontkamera. Realme. So, schön schwarz. Wie man sehen kann. Ja, Schwarzwerte. Ich meine, schwärzer geht's nicht, weil man schaltet sie ab, die LEDs. Und es wird nur das beleuchtet, was eben etwas darstellt. Ja, und ihr seht das auch noch mal ein bisschen näher ran. Das schöne AMOLED-Display mit einer Full HD Plus Auflösung ist gestochen scharf, sehr farbenfroh, aber naja, nicht übersättigt. Aber ich denke, den meisten wird es gefallen. Irgendwie ist ja AMOLED so ein bisschen im Trend, nicht wahr? Es ist auf jeden Fall sparsamer, wenn schwarz dargestellt wird, überhaupt dunkle Hintergründe eingestellt sind, etc. pp. Hier kurz die Blickwinkel gezeigt. Hupala, hupala. Das ist ein bisschen rutschig, so ein bisschen. Geht nicht so rutschig wie mein Meizu, aber ein bisschen rutschig. Also rein optisch kann man das Prädikat Smartphone-Erotik hier auf jeden Fall dem Gerät verpassen. Schön. Ah, mein Modell hat keine Google Apps vorinstalliert. Das müsst ihr dann einfach schauen, wenn das bei Changing gelistet ist. Die machen das ja in der Regel so, dass Brino Feed, ein Teil von Brino, gibt es auch noch Brino Sprachassistenten oder sowas, Oppo eigenes. Genau, wenn das bei Changing gelistet ist und es ist möglich, dann installieren die Google Apps immer vor. Natürlich inklusive den Play Store, ist eigentlich das Einzige, was uns tatsächlich interessiert. Außerdem wird auch der ganze China-Quatsch dann deinstalliert. Da ist manchmal extrem viel Bloatware vorinstalliert, bei den International-Versionen zumindest. Die haben ja inzwischen auch schon gecheckt, dass die Deutschen nicht so krass draufstehen. Hier können wir ein bisschen was einstellen. Einstellungsmenü, wir gehen mal ganz runter. Nee, nicht auf System Apps. Da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Das Einstellungsmenü ist ja ein bisschen anders, weil es sich hier um eine Custom handelt. Das müsste Color OS ja sein. Namen hier ein Security Patch Level 5. September 2019. Mal schauen, ob der später noch aktualisiert wird. Aber bei Realme haben wir schon einen relativ guten Software Support. Also jetzt besser als bei den ganzen unbekannteren China-Marken. Hier Color OS, ja, in der Version 6.1, basierend auf Android 9. Hier sehen wir auch nochmal das, ja, von mir erwähnten Techniker Snapdragon 730G war schon korrekt. 8 Gramm, 128 GB Festspeicher, davon 116 verfügbar. Das passt. ColorOS selber, ja, das kann man alles mögen. Man muss es nicht mögen. Es ist auf jeden Fall nicht so, wie es den chinesischen Custom OS gern mal unterstellt wird, dass alles kunterbunt ist. Ist hier gar nichts kunterbunt. Schaut euch mal hier unten die Icons zum Beispiel an, Telefonieren, SMS und Co. Telefon-App. Kommt ja ein bisschen irgendwelche Hinweise. Ja, und das ist jetzt ja alles natürlich ein bisschen individualisiert, aber im Großen und Ganzen finde ich das jetzt optisch nicht unbedingt, hebt sich das jetzt nicht zu krass ab von dem, was wir von Stock gewöhnt sind. Und wenn es tatsächlich stört, dann stellt sich halt ein anderes Theme ein. Was haben wir hier unter Tools? Ein Taschenrechner, Calculator, yeah, boy, damit kann man vermutlich rechnen. Seine Schulden ausrechnen beispielsweise. Was uns jetzt hier allerdings gerade ein bisschen stört, ist, dass hier alles auf Englisch ist. Französisch wird sogar unterstützt. Und Russisch auch. Aber kein Deutsch. Naja, da müsste man halt abwarten auf die Global und dann hätten wir auch Band 20, da hätten wir auch Deutsch etc. Wenn wir uns das Einstellungsmenü nochmal anschauen, ja, Color OS, darüber hatten wir schon mal gesprochen, die ganze Brino-Quatsch ist hier dabei, das ist dann was von also was Oppo eigenes. Wir können uns die Navigationstasten einstellen, das ist hier alles schon auf Gesten eingestellt, also nach oben und gedrückt halten und wir sind im Task Manager, einfach nach oben swipen, man ist zurück auf Homescreen und zurück ist dann einfach einmal rechts oder links hochwischen. Schön. Ja, Gesten finde ich immer ganz fantastisch. Wir gehen jetzt nicht auf die gesamte Oberfläche ein. Das ist einfach too much, wie wir hier sehen. Es gibt einen Cloud-Service, die können uns mit Accounts anmelden. Ein App-Cloner ist dabei. Kann man also Apps einfach klonen, ja, also Kopie davon erstellen. Split-Screen, Gamespace ist wieder dabei. Das heißt, wir können also vorher einstellen, wie mit Benachrichtigungen umgegangen wird, dass vorher der RAM noch aufgeräumt wird, was bei 8 GB natürlich lächerlich ist und solche Sachen eben, um das Gaming, um die Gaming-Erfahrung, um den Spirit des Gamings einzufangen und ihn zu zwingen, uns zu unterhalten. Jetzt haben wir das OS ja uns kurz angeschaut, das Telefon selber natürlich auch und das Display. Jetzt starten wir mal noch die Kamera. Oder was soll ich sagen, wir starten die Kameras. Es sind ja vier. Wir haben Video, Foto, Porträtmodus, ja klar.
Und nun, das war's. Sorry, gibt's bestimmt noch mehr. Move closer. Ich denke, wir sind close genug, oder? Ultra 64 Megapixel, gibt's noch ein paar zusätzliche Funktionen. Nightscape, also Nachtmodus, Panorama, Expert, hier ist es so ganz close, Timelapse, Slow-Mo und oh, Super Makro. Nochmal, boah, zieht euch das, das Fisheye-Effekt schon. Und sei denn schwierig, ne, dass das Objekte noch entsprechend beleuchtet wird, aber da kann man ja auch gleich Lowlight mit testen. Und wir machen mal, bam, Junge, in Gesicht. Hier sieht es dreckig aus, ja, ist sie gar nicht, hier, die ist, ne, Katzen sind ja immer recht reinlich und das sind meine natürlich auch, obwohl das Auge hier schon... Muss ich mal nachzeichnen. Hier habe ich nochmal ein Makro gemacht, jetzt von meinem Tablet. Und das ist rausgezoomt. Das ist bereits rausgezoomt. Ja, jetzt kann ich auch noch zusätzlich reinzoomen. Und zieht euch das mal rein. Das Display ist ziemlich hoch auflösend von dem Tablet. Und man kann hier schon fast die Pixel sehen. Ziemlich beeindruckend, die Makroleistung. Dann noch ein zweites Bild von meinem Tablet. Können wir mal kurz reingehen. Und auch hier sieht man nochmal die Schärfe. Und hier habe ich mich für eine dramatische Nachdenkerpose entschieden, als ich beschloss, der Kamera einen intensiven Test zu unterziehen. Es ist gelungen. Wow, wow, zieht euch das mal rein, die Schärfe. Oh, meine Augen, man sieht ja übelst die Adern schon links. Meine Güte, sieht voll creepy aus. Und hier nochmal ein ganz normales Selfie. Vor allem, zieht euch mal rein. Ja, genau, das wollte ich unbedingt machen. Und zieht euch das mal rein. Ich habe ja eine Lichtquelle ja direkt hinter mir rechts. Oder war das links? Ist eigentlich auch egal. Und trotzdem, ja, bin ich noch echt differenziert dargestellt. Und man, es ist immer noch mega scharf. Hier mein Auge diesmal ohne Adern. Schon nicht schlecht. Oder doch lieber Nachdenkerpose. In dramatischer Form. Schön. Also erster Eindruck hier über die Kamera, kann ich nur sagen, meine Güte, unter Studiobedingungen kann man hier auf jeden Fall richtig geile Fotos machen. Vor allem die Frontkamera ist echt brutal gut. Also die Hauptkamera natürlich auch, aber die werden wir uns erst dann richtig reinziehen im Alltagstest, wenn ich Außenaufnahmen nachreiche, weil da werden wir ja richtig sehen, was die vier Kameras hier drauf haben. Oder eben nicht. Aber was soll ich denn sagen? Also wenn es wirklich, ich weiß nicht genau, für welchen Preis das Strange Chain listen wird, aber es wird wahrscheinlich preislich halt sich, ich habe ja auch vorher ein bisschen recherchiert, eben so Midrange-Bereich orientieren. Und wie gesagt, es wird auch noch eine Premium-Version des X2 Pro halt rauskommen. Die ist dann richtig brutal. Aber das Teil, ja, kann was, ne? Kann was. Oh ja, wir haben jetzt natürlich auch diese rotierenden Wallpaper hier am Anfang. Ja, Flugzeug. Und total harmlos ist, so wie es gebaut ist. Ja, Tür. Wunderbar. Das gefällt mir auf jeden Fall auch immer, diese rotierenden Wallpaper im Sperrbildschirm. Super nice. Schön. Also hier im Kurztest kann ich nur sagen, super geiles Teil. Es läuft ja auch alles hier total flüssig. Oh, ich habe gar keinen App-Draw. Draw-Mode. Also den kann man ja auch wieder einblenden. Das ist doch ganz fantastisch. Finde ich geil, dass es inzwischen in den meisten OS wählbar ist. Und Midrange hier, das, ich kann wieder mal sagen, wie es ist. Ne? Für die meisten Leute reicht das ja absolut. Abgesehen davon, dass wir hier Speicherausbau auswählen können, der ja total overpowered ist. Vom SoC her mache ich mir da gar keine Gedanken. Der wird ordentlich Bums haben. Also wirklich ordentlich Bums, wenn das hier alles absolut flüssig läuft. Da geht es eigentlich nur noch ums Gaming oder wenn man irgendwas emulieren möchte zum Beispiel oder konvertieren, wo man wirklich ein bisschen Leistung benötigt. Ansonsten ist das hier wirklich wie so ein Telefon für die breite Masse, aber eigentlich zu einem richtig vernünftigen Preis. Da können sich die ein oder anderen Hersteller immer noch mal ein Schäppchen abschneiden, weil das ist einfach... Das ist der erste Eindruck hier, dass das einfach was richtig Vernünftiges. Und wer sagt, nein, das reicht mir alles nicht, der möge auf die Pro-Version warten. Oder zum Beispiel noch das Huawei Mate 30 Pro. Das habe ich kurz überlegt, das habe ich mir jetzt auch da. Oh, Phone-Klon haben wir im Übrigen auch, da kann man das ganze System klonen. Schön. Richtig viele praktische Funktionen. Das soll es gewesen sein hier zu meinem Kurztest vom Realme X2. Wenn auch ihr Freude und Spaß an dem Video hattet, dann lasst mir doch ein Like da. Wo sind denn die Katzen? Ich habe ja nicht nur eine. Ich habe eigentlich drei. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren für noch mehr China-Technik. Wird auch noch mehr kommen, da sage ich euch so, wie es ist. Ihr könnt auf meine Seite surfen, moschus.de. Da veröffentliche ich regelmäßig Angebote von Geräten, die es sehr günstig zu haben gibt. Außerdem gibt es für die Alltagstests bzw. ausführlichen Reviews auch immer noch meinen verschriftlichten Artikel, der auch sehr ausführlich ist für diejenigen, die lieber lesen und nicht so gern zuhören. Und in der Videobeschreibung gibt es auch noch viele, viele Links, die ihr anklicken könnt. Und